Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schönes Thema haben wir heute Nacht. Das Thema heißt, ich bin nicht so wie ihr. Ich möchte mit den Verrückten reden eigentlich. Mit den Leuten, die so ein bisschen im wahrsten Sinn des Wortes verrückt sind von der Normalität. Die sich als Außenseiter empfinden. Die von sich auch sagen, ich bin nicht so wie ihr alle. Ich bin nicht normal. Ich bin anders. Ich lebe anders. Ich habe eine andere Sexualität. Ich habe vielleicht sogar eine schwere Krankheit oder eine ungewöhnliche Krankheit. Mein Leben verläuft ganz anders als das der meisten Menschen auf der Welt oder zumindest in Deutschland. Das ist unser Thema. Wenn ihr Außenseiter, ihr, die ihr euch als anders empfindet, gerne mit mir reden wollt, ich möchte sehr gerne mit euch reden, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50, faxt mir unter 0800 220 50 51 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Mensch, der sich anders fühlt heute Nacht, ist der Björn und Björn ist 23 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Björn. Ja, du bist anders und fühlst dich anders. Ja, zu dem Thema kann ich noch einen Zusatz dazu hängen. Und zwar, viele Leute wissen nicht, dass ich anders bin. Aha. Ja, und mach's, das hat so spannend. Angefangen im Jahr 2000. Bitte? Das hat alles angefangen im Jahr 2000. Ja. Mit einem Zungenpiercing. Ja. Es ging dann über zwei Intimpiercings. Ja. Ein Brustwarzenpiercing. Ja. Dann eine Zungenspaltung. Eine Zungenspaltung? Ja. Was ist das? Da wird einfach die Zunge in der Mitte durchtrennen, dass man quasi zwei Hälften hat. Deshalb redest du im Moment auch mit gespaltener Zunge? Genau. Und irgendwie hört man das auch so ein bisschen? Ja, ein bisschen hört man es schon noch, aber ein bisschen genuschelt habe ich schon immer. Ja. Mhm. Das heißt, in der Mitte ist ein Schnitt in der Zunge. Genau, wurde ein Schnitt gemacht mit dem Skalpell. Und die geht so ein bisschen auseinander? Genau, zwei Hälften. Jetzt bekomme ich gerade hier was reingereicht. Uah! Das bist du. Ja, das bin ich. Das ist ja krass. Ja, doch. Das hast du uns geschickt, gemailt oder was? Genau, gestern, ja. Das ist ja wirklich krass. Das muss ich jetzt den Fernsehzuschauern zeigen. Den Radiomenschen kann ich es nur erklären. Mhm. Ich halte es mal so hin. Ich glaube, kann man das so erkennen? Ja, einigermaßen kann man es erkennen. Die Zunge ist wirklich wie viel Zentimeter durchschnitten in der Mitte? Also am Anfang vorne. War 4,2 Zentimeter und jetzt sind noch 15 Millimeter übrig. Boah, das sieht wirklich aus, als hätte man zwei Zungen und es sind so zwei, ja, so zwei Zipfelchen, ne? Genau. Jetzt will ich euch mal ein bisschen weiter zeigen. Dann das hier ist etwas mit, also die Zunge mit Piercing. Genau. Kann man denn da überhaupt normal reden? Ja, natürlich kann man ganz normal reden, ganz normal essen, alles ganz normal. Ja, also ganz normal nicht, weil ich es ja höre. Ja, okay. Ja. Ich bin ja der Mundhygieniker. Mhm. Ich kriege natürlich gleich schon wieder Herpes, wenn ich mir vorstelle, die Speisereste setzen sich unter diese Kügelchen, die auf der Zunge befestigt sind. Dafür habe ich eine Zahnbürste und ich putze sie auch zweimal täglich. Also das kann man richtig sauber machen? Ja, ja, kann man sauber machen. Also, kannst du diese Kügelchen dann rausschrauben? Ja, die normalen Piercings kann man ganz normal rausnehmen, klar. Ja. Ja. Jetzt nochmal, ich bin ja ganz baff mit dieser gespaltenen Zunge. Ja. Ich muss nochmal zeigen. Tut das nicht irre weh, wenn das aufgeschnitten wird? Ja, es tut schon weh, aber wenn man sich jetzt den Finger schneiden würde, tut es mehr weh. Nur die Prozedur beim Zungensplitten, die dauert halt ein bisschen länger und deswegen ist das unangenehmer. Weißt du, wenn ich mich schon mal beim Essen, das kennen alle, so ein bisschen wenn man sich so ein bisschen auf die Zunge beißt. Ja, das tut mehr weh, wenn man jetzt da schneiden würde. Also das tut mehr weh. Ja. Was haben wir noch hier? Das bist du auch, von hinten? Ja, der Rücken wahrscheinlich. Ja, das ist der Rücken. Was ist das? Ja, das ist ein Cutting. Was ist ein Cutting? Was ist das? Das ist eine Scarification. Da wird mit einem Skalpell ein Motiv in die Haut geschnitten. Oh. Und das muss man dann halt vernarben lassen. Also bei ohne Betäubung? Es wird mit einer Salbe betäubt. Mit einem Skalpell wird ich zeig's noch hier. Mit einem, ja, das kann man ganz gut sehen, mit einem Skalpell wird ein Motiv in den Rücken geschnitten. Genau, oder das, halt, wo man halt will, ja. Ja, was ist das hier für ein Motiv, was ich hier sehe? Das ist einfach ein frei gewähltes also so. Motiv. Mhm. Das habe ich mit meiner Freundin zusammen machen lassen. Sie hat sich das auch machen lassen, am gleichen Tag haben wir das machen lassen. Ja? Ja. Also, dann passt das auf dich wirklich sehr gut. Du bist nicht so wie die meisten Leute. Ja, denke ich doch.
Beschreibt den Körper mal noch weiter. Jetzt haben wir so ein paar krasse Beispiele gehört, beziehungsweise auch gesehen. Was ist sonst noch am Körper los? Hast du sonst noch irgendwelche extremen Dinge? Zwei Intimpiercings. Ja, wo sind die genau? Zweimal durch die Eichel durch. Wow. Ja, das tat dann schon gut weh. Das ist mir genauso so schlimm oder noch schlimmer als die geschnittene Zunge, durchgeschnittene Zunge. Ja, das tut ein bisschen mehr weh unten. Durch die Eichel durch? Ja, durch die Eichel durch. So volle Kanne in der Mitte oder eher so oben? Ja, einmal von links nach rechts und einmal von oben nach unten. Von links nach rechts und von oben nach unten? Mhm, ja. Wie von oben nach unten? Das geht ja nicht richtig. So schräg dann, oder wie? Nee, die laufen gerade, der eine läuft halt weiter vorne, der andere weiter hinten. Ach so. Also die treffen sich nicht. Kann man denn da überhaupt noch Sex haben? Natürlich, einen wunderbaren Sex kann man da haben. Kann man, aber deine Freundin, ja, der gefällt das wahrscheinlich dann. Das ist wie so ein Noppen-Pariser, oder wie? Genau so ungefähr, ja. Also das heißt, der Freundin, die findet das sogar scharf, besser ja, als vorher. Ja, natürlich finden sie es scharf. Die wollte auch, dass ich noch ein zweites machen lasse. Und deswegen aber auch ein zweites machen lassen. Hast du das von einem richtigen Fachmann, von einem Chirurgen machen lassen? Nee, alles von einem Piercer. Echt? Kann man dann das wagen? Ist das nicht irre gefährlich, gerade in diesen Regionen? Ja, man muss halt an die richtigen Leute geraten und ich weiß, dass ich da an die richtigen Leute geraten, weil ich kenne die schon länger. Ja, aber man sollte auf jeden Fall eine Vorsicht schon aussprechen, ne? Ja, man soll ja nicht gleich zum erstbesten Piercer gehen, genau. Also zwei Piercings an der Eichel. Mhm. Wo noch? Dann eben Brustwarze. Ja. Und die gedehnt auf 6 mm. Mhm. Dass ein Strohhalm durchpasst. Ja. Und zwei Implantate hatte ich am Penisschaft. Was sind Implantate? Ja, Implantate sind quasi auch wieder wie die Noppen. Da werden einfach Kugeln unter die Haut gesetzt. Ach so. Wie am Penisschaft? Also ganz unten? Also weiter hinten dran, ja. Warum? Warum weiter hinten? Ja, vorne an der Eichel geht ja schlecht, weil da ist ja kein Gewebe. Deswegen muss man das weiter hinten machen. Also auf dem Eichelstamm, auf dem Penisstamm ist es noch. Und da sind dann unter die Haut, wenn dann so Kügelchen operiert? Ja. Aha. Das habe ich auch noch nie gehört. Nicht? Nee, ist das schön? Ist das angenehm? Wir haben uns mehr davon erhofft, sagen wir mal so. Also du hast es extra nur wegen des Sexes gemacht? Genau, wir wollten mal schauen, wie das ist. Damit es noch heftiger abgeht. Genau. Obwohl da schon zwei Hammer-Piercings vorne drin sind. Ja, genau. Mensch, ihr kriegt aber den Hals auch nicht voll. Man muss alles mal ausprobieren. So, haben wir jetzt alles aufgezählt? Drei Implantate am Oberarm habe ich noch. Ach, am Oberarm auch noch? Ja. Das heißt, unter die Haut am Oberarm wurde auch was drunter geschoben. Mhm. Was denn? Auch Kugeln? Nee, das ist unter der Haut ist ein Gewinde und jetzt von außen kann man halt was draufschrauben, verschiedene Aufsätze. Aha. Also es kann sich wie eine Schraube und eine Mutter vorstellen. Ja. Quasi, dass die Mutter unter der Haut ist und dass man eine Schraube reindrehen kann. Und das entzündet sich nicht? Ist das richtig eingewachsen, zugewachsen? Oder? Ja, das ist richtig zugewachsen. Aber dieses Gewinde kommt doch aus der Haut raus, ja, das Gewinde, ne? Schaut noch raus, ja. Und das Gewinde ist festgewachsen, nee, die Haut ist festgewachsen an dem Gewinde. Genau, die Haut ist fest ums Gewinde rumgewachsen. Warum in aller Gottes Namen, Björn, machst du sowas? Gute Frage, das habe ich schon viele Leute gefragt. Weil es mir einfach gefällt, weil es halt so eine Lebenseinstellung ist. Aber es ist auch schon ein bisschen masochistisch, ne? Nee, auf Schmerzen stehe ich nicht unbedingt, aber ja, man trägt es halt. Wer schön sein will, muss leiden, heißt ja. Was machst du vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung als Fachinformatiker. Achso, und da lässt man dich gewähren? Ja, da wissen viele Leute gar nicht. Ja gut, aber mit der Zunge, das sieht man dann ja. Das hat auch noch keiner gesehen bei mir in der Abteilung. Ehrlich nicht? Und ich schaffe schon anderthalb Jahre da. Aber dann kannst du es aber auch gut kaschieren. Genau. Wo wir gerade so bei den Piercings waren und so weiter und da im Intimbereich. Kann man eigentlich auch ein Piercing setzen im Analbereich? Also zwischen Hoden? Ja doch, im Analbereich geht auch, ja. Also ich meine jetzt den krassen Analbereich, zum Beispiel am Schließmuskel, geht das? Ja, also ich weiß nur, dass man zwischen Damm unten und zwischen Anus, da kann man auch ein Piercing setzen, ja. Das wäre dann noch eine nette nächste Aufgabe für dich, oder wie? Nee, da stehe ich gar nicht drauf. Das nicht. Also gibt es denn noch ein Ziel, was du gerne machen möchtest mit dir? Nee, momentan weiß ich gerade gar nichts. Momentan bin ich wunschlos glücklich. Wie wär's denn mit einem richtig schönen, heftigen Branding? Ja, Branding wird mir auch noch gefallen. Ne, würde ich auch noch probieren. Ne, das ist sowas, wo in Western sieht man das ja, wenn die Rinder so gebrannt werden mit so einem Eisen, ne? Genau. Und die springen dann immer so in die Höhe. Da stehen ja auch einige Leute drauf. Ja, es soll auch ein guter Kick geben, aber es ist halt genau das gleiche wie beim Cutting, nur dass halt
gebrandet wird, ja, dass man nachher auch eine Narbe ist, genau das Gleiche. Also wenn du gebrannt worden bist, bitte nochmal melden, bitte nochmal Fotos schicken. Mhm. Interessiert uns doch sehr. Das ist übrigens eine sehr schöne Idee. Wenn ihr irgendwie uns was erzählen wollt, wie ihr ausseht oder so, meldet uns das, dann kann man das ein bisschen hier präsentieren und ich kann es vor allen Dingen auch an mir angucken und mir das dann noch besser vorstellen. Genau. So Björn, danke für den Anruf. Jo, könnte ich noch Autogramm haben? Ja, du legst auf, wir rufen nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Alles Gute, schön. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, unser Thema heißt, ich bin nicht so wie ihr und ich möchte mit all denen oder mit vielen von denen reden, die jetzt zugucken und die das von sich aus sagen. Nee, ich bin nicht so wie ihr alle um mich herum. Ich bin nicht normal. Ich bin irgendwie ein bisschen anders. Ich bin ein Außenseiter. Ich fühle mich gut dabei oder vielleicht leidet ihr auch darunter. Das kann ja beides sein. Beides ist ja möglich. Telefonnummer 0800 220 5050. Jens ist jetzt hier. Jens ist 25 Jahre alt. Hi. Guten Morgen, Domian. Jo. Also, ich bin auch ein bisschen anders wie die anderen Leute. Ja, inwiefern? Einige SMler dürften es jetzt schon erahnen, weil ich gehöre den Leuten der weißen Erotik an. Der weißen Erotik? Ja, das ist ein ziemlich großer Überbegriff. Als hätte ich es geahnt, ne? Ich habe ein weißes Jöppchen hier an heute. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, was weiße Erotik ist. Erklär mal. Also weiße Erotik im ganz groben Sinne ist es ein Spiel so nach dem Motto Doktor-Patient halt ach so. Gynäkologische Untersuchung, ach so. Dass du dann bis einige in den SM-Bereich reinläuft, bei ja. einigen Gruppen. Also, im Klartext, du verkleidest dich gerne als Onkel Doktor, legst die Mädels gerne auf einen Gynäkologenstuhl und untersuchst sie. So könnte man es sagen, ja. So könnte man es doch mal ganz einfach ausdrücken. Genau, das ist die einfachste Erklärung. Umgekehrt auch? Liegst du auch gerne mal auf einem Gynäkologenstuhl oder auf einem Urologenstuhl, wie man das nennt? Nee, also ich nicht, nein. Du nicht, du bist lieber der Onkel Doktor. Genau. Ja. Und dann? Genau. Und dann sind das, also jetzt im Ernst, sind das dann so richtige Doktorspielchen oder geht es dann gleich so knallhart in dieser Position zur Sache? Nein, das wird zuerst also ganz normale Doktorspiel. Also es gibt mehrere Sachen. Man kann so nach dem Motto, wie die normale frauenärztliche Untersuchung machen oder einige machen dann, setzen Katheter oder es wird Einläufe gemacht. Ach so, also es gibt ja so regelrechte gynäkologische Werkzeuge oder Untersuchungsgegenstände. Hast du die dann auch? Praktizierst du mit diesen Gegenständen? Ja, damit praktiziere ich auch, ja. Ah ja, das heißt, die muss man sich dann auch so besorgen? Ja, das ist allerdings heute überhaupt kein Problem mehr. Ja? Also Internet macht es möglich, Auktionshäuser, da kriegt man die Dinger zuhauf nachgeschmissen. Ja. Hast du denn zu Hause für dich so einen eigenen Stuhl? Ja, den habe ich. Den hast du zu Hause? Ja. Ja. Lange schon? Du bist ja noch relativ jung, 25? Ja, den habe ich jetzt seit einem guten Jahr circa. Wo kauft man denn sowas? Das habe ich auch aus eBay. Ach so, wie praktisch. Und hast du eine feste Partnerin oder lädst du dir immer wieder verschiedene Frauen nach Hause ein? Also zurzeit habe ich keine feste Partnerin. Mhm. Also hatte ich, nur ja. die war leider nicht so sehr davon begeistert. Mhm. Aber seitdem das jetzt wieder auseinander ist, da habe ich dann halt so wechselnde Partnerin. Das sind aber reine Sexgeschichten dann? Ja, das sind reine Sexgeschichten. Beschreib es mir noch ein bisschen ausführlicher. Also ihr geht in den Keller, die Dame legt sich auf den Stuhl. Es fängt also eigentlich mehr so an, also es wird erst ein Vorgespräch gemacht, halt wie es beim Frauenarzt abläuft, zum Beispiel wann die letzte Regel war und... Achso, das wird richtig so als Rollenspiel dann gemacht? Genau, als Rollenspiel. Ja. Hast du da in deiner Wohnung irgendwie so eine Nische dir eingerichtet, so eine Ärzte-Sprech-Nische? Oder das nicht? Nee, das nicht. Das nicht, ja. Das wird am Sofa dann gemacht. Ja, so groß ist leider meine Wohnung. Ja. Gut, also ein Vorgespräch, ein professionelles Vorgespräch. Genau, dann ja? halt die Karteikarte angefertigt, wenn sie das erste Mal da war. Dann geht's weiter mit der Brustabtastung und ja. halt auf dem gynäkologischen Stuhl. Und das kann dann bis zum Sex hinlaufen. Ich gehe davon aus, dass das immer das letztendliche Ziel ist, oder? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nicht unbedingt, nein. Mhm. Du hast einen weißen Kittel an? Ja, genau. Darunter nichts oder bist du ganz normal angezogen darunter? Erst bin ich ganz normal angezogen. Ja. Kommt auch immer drauf an, was im Vorgespräch, also was abgemacht wurde. Ob es nun nur die Untersuchung abläuft oder ob es bis zum Sex rausläuft. Ja, also es kann durchaus passieren, dass da ein Mädel kommt und ihr im Vorgespräch, und das vermerkst du dann auch in deiner Karteikarte, dass man sich nur untersuchen lässt oder dass Frau sich nur untersuchen lässt.
Ja, genau, ja. Ausgiebig untersuchen lässt? Genau. Und dann geht sie wieder nach Hause? Genau, dann wird sich angezogen, dann geht sie wieder nach Hause. Ist ja schon sehr abgefahren, finde ich. Ja, deshalb rufe ich an bei deinem Thema. Ja, aber dann, da dich das ja erregt, davon gehe ich aus, musst du dann doch scharf wie Nachbars Lumpi sein, wenn du eine Stunde eine Frau untersucht hast und dann ist nichts abgegangen. Tja, passiert halt, ne? Passiert halt, ja. So, wenn es denn dann zum Sex kommt, ja. Wie habe ich mir den vorzustellen? Ist das dann irgendwann doch ist ein klassischer Sex oder bleibt die Frau auf dem Gynäkologenstuhl? Das ist unterschiedlich. Also es kann schon mal darauf hinlaufen, dass wir gar nicht mal bis ins Bett kommen, dann wird halt da sofort weitergearbeitet. Ja. Also es ist sehr unterschiedlich. Also weiße, wie hast du gesagt, weißes, wie nennt man das? Weiße Erotik ist das. Weiße Erotik, so war es. Der Überbegriff, ja. Weiße Erotik, ja. Gibt es da viele Frauen, die das mitmachen, die draufstehen? Also es gibt eine Menge, sagen wir mal so. Also das natürlich jetzt nicht, dass man über die Straße rennen kann, eine Frau ansprechen kann, ja. Komm auf meinen Gynäkologenstuhl, das nicht, aber... Wäre auch mal ein schöner Schlagertitel, ne? Komm auf meinen Gynäkologenstuhl oder so. Ja, so ungefähr, ja. Wer was für Gilde Horn. Genau. Auf jeden Fall, aber in diversen Foren, wo ich mich bewege, ja. Da ist das dann eigentlich kein Problem. Ja. Jetzt hatte ich gestern ein Gespräch auch zum Thema SM und Liebe. Ich würde dich gerne fragen, das ist jetzt nicht genau dein Thema, aber nur deine Meinung dazu gerne wissen. Wie vereinbar ist wirkliche Liebe zu einem Menschen und ungewöhnliche sexuelle SM-Praktiken? Nun ja, also auf SM stehe ich selber persönlich nicht. Allerdings, wenn es beiden gefällt... Also ach so, diese weiße Erotik wird gar nicht eingeteilt unter SM. Sagen wir mal so, also es kann, also weiße Erotik, es kann auch sehr auf das SM oder Bondage hingehen, weil es kann auch mit Spritzennadeln gearbeitet werden, dass halt diverse Körperstellen... Ich merke, das ist schon sehr diffizil und da gibt es viele Grenzen und Einordnungen, so einfach kann man das nicht sagen. Nein, genau, das ist sehr breit gefächert. Aber du hast auf jeden Fall noch keinen Menschen, keine Frau gehabt, in die du wirklich groß verliebt warst und die sich dann auch gerne auf den Gynäkologenstuhl gelegt hat. Nein, das bisher noch nicht. Das noch nicht, na gut. Aber es wäre wahrscheinlich das Schönste für dich, ne? Das wäre das Idealste, ja. Dann wünsche ich dir das von Herzen, Jens. Ja, bedanke ich mich. Danke für den Anruf. Ja, nicht zu danken. Ne? Tschüss. Okay, tschüss. Ich bin nicht so wie ihr. Dieses sagt Anushka. Was für ein schöner Name. Anushka, 29, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hier Hallo, ist Anushka. Ich bin 29 Jahre. Ja. Und seit meinem 12. Lebensjahr bin ich Prostituierte. Aha, das heißt, das ist gar nicht dein richtiger Name, Anushka. Dein Künstlername. Ja. Moment, jetzt muss ich mal. Seit dem wievielten Lebensjahr? Seit dem 12. Lebensjahr. So, da hört der Spaß auf, ne? Ja, hat er ja gar nicht angefangen. Also es ist so gewesen, meine Mutter war Prostituierte und drogenabhängig. Ja. Und wir hatten natürlich auch kein Geld für Miete, Krankenversicherung und so weiter. Und wir wären fast auf der Straße gestanden. Ja. Und hat sie zu mir gesagt, ja, ich sehe schon so alt aus und von den Drogen natürlich nicht so attraktiv. Und du siehst jung aus und du bist bildhübsch. Mhm. Und kannst du nicht mal mitkommen und du musst ja nicht, wenn du nicht willst. Da warst du ein Kind von 12 Jahren. Ja, und ich war damals ziemlich groß. Ich war so groß wie heute, 1,74 Meter. Mhm. Ich bin seitdem nicht mehr gewachsen und ich sah aus wie 16 ungefähr. Ja. Und hat sie gesagt, ja, komm doch mal mit, guck dir das an. Und dann habe ich damit angefangen. Wie war das für dich als Kind, als du den ersten Freier hattest? Die ersten Freier, wie hast du das empfunden, wenn du dich zurückerinnerst? Also ich konnte schon... irgendwie so ein bisschen, wie soll man das sagen, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es war nicht schlimm für mich, es war nicht schön, aber ich habe das so als Arbeit angesehen, so also, ein bisschen kalt irgendwie. So. Du erinnerst nicht schlimm Ekel, wenn du zurückdenkst, nein, das nicht. Du hast es so gemacht, wie man irgendwie einen Job macht. Ja. Ja. Und damals habe ich uns so ein bisschen gerettet. Wegen der Miete, Krankenversicherung, dann habe ich schöne Klamotten gekauft, ein bisschen Schmuck. Ist das denn immer unter der Regie quasi deiner Mutter passiert? Hat die Freier an dich herangeführt oder gab es dann noch irgendwie Zuhälter, andere Männer? Also Zuhälter gab es nicht. Mhm. Also da hat mich mal jemand angesprochen, aber ist meine Mutter gleich dazwischen gegangen und hat dann gesagt, nee, ich wollte nur mal als Freier und der war auch ganz nett. Ja.
Und also so Probleme hat es da nicht gegeben. Ja. So, jetzt bist du heute 29 Jahre, mit 12 Jahren auf den Strich gegangen, durch die Mutter. Lebt die Mutter heute noch? Die lebt noch. Hast du Kontakt mit ihr? Ich habe keinen Kontakt mehr seit 4 Jahren und wir hatten schon mal lange Zeit keinen Kontakt mehr. Dann haben wir uns irgendwann wieder vertragen und jetzt haben wir wieder keinen Kontakt. Wie denkst du denn über deine Mutter, dass sie ihr Kind, ihr junges Kind von 12 Jahren, mit ins Prostituiertenmilieu hineingeschleust hat? Also ich denke sehr, sehr schlecht über sie. Mhm. Also ich habe mir eines Tages immer so gesagt, es ist besser, wenn ich auf meine Eltern und auf die Freier keinen Hass habe, weil durch Hass wird man nur verbittert und hässlich und es bringt einem irgendwie nicht so unbedingt weiter in meinem Leben. Also ich hasse niemanden mehr, aber ich sag mal so, ich mag sie nicht. Du sagst gerade Eltern. Gibt es einen Vater, den du kennst auch? Ja. Und der hat das damals auch gewusst? Nee, also der ist schon ausgezogen, wo ich 6 Jahre alt war und da war immer sehr, sehr wenig Kontakt. Und hat sich nicht sehr um dich gekümmert? Also wir sehen uns 5-mal im Jahr. Ja. Hat er das denn mitbekommen damals, dass deine Mutter das gemacht hat? Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube nicht. Also er hatte da eine andere Frau kennengelernt und wir haben uns immer nur ab und an mal gesehen, so Weihnachten, Geburtstag, zwischendurch mal. Was würdest du sagen, was hat deine Mutter dir angetan? Was ist in dir Schlimmes geschehen oder kaputt gegangen durch diese frühe Prostituiertenarbeit? Also ich würde schon sagen, die Jugend. Also Kindheit würde ich sagen, ist ja schon mit 12 abgeschlossen, aber die Jugend ist eigentlich kaputt gegangen. Also dieses typische den Körper erstmal langsam entdecken, Pubertät. Ich wollte sagen, du bist ja in die Pubertät hineingegangen als Prostituierte. Ja. Hattest du überhaupt schon Brüste mit 12? Reichlich. Reichlich. Also Reichlich. Das hieß, die Pubertät lief dann schon. Ja. Mhm. Ja. Wie ist es denn, ich könnte mir vorstellen, wenn man gar keine Chance hat, so die eigene Sexualität sich entwickeln zu lassen, zu erleben, dass du eigentlich gar keine richtige eigene Sexualität hast, weil das alles irritiert so ist durch... Ja, nicht richtig irgendwie. Also das gab schon mal den ein oder anderen privaten Mann in meinem Leben, aber das war irgendwie, weiß nicht, also ich kann das nicht so richtig jetzt genießen, ich ekel mich auch nicht, aber ich denke immer irgendwie so, das ist irgendwie eine Sache für mich mehr so. Ja, warst du jetzt von deinem 12. Lebensjahr bis heute 29 nonstop in dem Geschäft? Ja. Warst du mal verliebt in dieser Zeit? Ich würde sagen verknallt, aber so richtig verlieben, also nee, eigentlich nicht. Weil ich denke auch immer, wir sind sowieso alles Freier. Ja. Ach, das waren dann Freier, in die du verknallt warst? Einmal ja und der andere angeblich nicht, aber ich glaube keinem Mann, dass wenn er sagt, ich bin kein Freier, weil ich weiß nicht, ich denke das irgendwie oder dass sie mich sowieso betrügen würden. Arbeitest du selbstständig oder bist du in einem Bordell? Ich bin in einem Apartment. Das heißt, da zahlst du die Miete und du kannst... Ja, also 60 Euro am Tag ist Bordellmiete. Ja, dafür kannst du dann aber das behalten, was du verdienst. Ja. Mhm. Verdienst du gut? Nein. Wie kommt das? Ich sehe nicht so gut aus. Mhm. Das heißt? Und die Kosten sind halt hoch, also 60 Euro am Tag Miete und 63 Euro am Tag für Werbung. Das ist schon sehr viel Geld. Ja, das muss erstmal reingehen. Und die Kunden bezahlen 70 Euro. Ich sag mal, wenn ich 2 Kunden habe, dann habe ich für mich 20, 30 Euro. Ja. Kannst du so mir sagen, so über den Daumen, was du am Monatsende so in der Regel für dich als Verdienst hast? Oh, ist schwer zu sagen. Sehr unterschiedlich. Also man kommt 3 Tage keine Kunden, dann hat man einen Tag 8 Kunden. Nur im so Schnitt 2000 Euro netto. 2000 Euro netto. Also viel ist es nicht. Du hast gerade gesagt, diese Sexualität ist für mich irgendwie wie so eine Sache. Ja. Heißt das, dass du in deiner privaten Welt das noch nie hast genießen können, Sexualität? Also schon, also ich habe auch einen Orgasmus und finde das dann auch irgendwie nett, aber irgendwie, also die Liebe fehlt ja. Ich denke mir, so mit Liebe wäre das bestimmt was Aufregendes, was ganz Tolles, aber das habe ich ja so noch nicht erlebt. Das heißt, du masturbierst, wenn du alleine bist? Nee. Nee, du hast den Orgasmus dann mit einem Freier? Ja, oder halt auch privat, ne? Mit dem aber dann bist du halt nicht so verliebt. Nee. Aber es gibt keine Selbstbefriedigung, auch noch nebenher. Das heißt, wenn du Feierabend hast, dann Hose hoch und kein Bock auf
auf da unten, sage ich mal so ganz salopp. Ja, meistens. Ja, Dusche und dann ja, alles ja. andere, aber nicht das. Ja. Mhm. Ist es dir denn gelungen, wenn das jetzt auch nicht so doll ist mit dem Verdienst, in den letzten Jahren ein bisschen was zurückzulegen, dass du dir vielleicht irgendwann mal... Ich bin verschuldet. Bist verschuldet? Ja. Warum? Handyrechnungen, Stromnachzahlung, Heizungnachzahlung, so Versandhäuser, was ich erst bestellt habe, bezahlen wollte, aber dann doch nicht konnte. Wie viele Schulden hast du? 22.000 Euro. Und dann habe ich mit einer Schuldnerberatungsstelle habe ich einen Vertrag abgeschlossen, da sollte ich 100 Euro im Monat abbezahlen, dann konnte ich das nicht. Dann haben wir eine andere Vereinbarung getroffen, 50 Euro im Monat, dann konnte ich das auch irgendwie nicht. Ja. Weil das Geld dann natürlich auch immer gleich wieder für was Wichtiges weggeht. Was sind denn jetzt deine Perspektiven? Wie möchtest du leben in 10 Jahren? Oh. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwie rauskommen könnte. Also ich bereue das schon irgendwie, weil ich denke mal irgendwie so Schulabschluss, ich habe ja keinen Abschluss. Eine Berufsausbildung, ein normaler Beruf wäre der richtige Weg gewesen. Das heißt, du gehst davon aus, dass du das so lange machen wirst, wie es irgendwie möglich ist? Ja. Und dann stehst du da? Ja. Dann stehst du da. Dann stehe ich da, ne? Und privat ist der größte Wunsch, dass du vielleicht doch einen Mann findest, in den du dich verliebst, der sich in dich verliebt? Ja. Also im Prinzip die ganz normalen Wünsche, die wir so alle haben, ne? Dass man eine glückliche Beziehung findet. Ja. Aber ich weiß nicht, also ich... hatte mal bei Pflegeeltern gelebt, da war ich im Heim, dann bei meinen Eltern, dann das mit meiner Mutter. Und ich habe irgendwie so kein normales Familienleben jetzt kennengelernt. Und dann glaube ich auch nicht, dass ich das mal irgendwie selber leben könnte. Vielleicht doch. Die Leute sind meistens die tollsten Familientiere, die es selbst nicht richtig erlebt haben. Und dann die Chance irgendwann doch packen und es selbst zu machen. Das sind meistens die tollsten Mütter, die selbst... sehr schlimme Dinge erlebt haben in ihrer Kindheit und Jugend. Liebe Anushka, ich habe irgendwie das Gefühl, obwohl das gar kein psychologisches Problem im Moment ist, ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen plauderst. Ja. Ist das okay? Ich habe übrigens kein Internet, sonst hätte ich dir mal ein Foto von meiner Tätowierung schicken können. Ja, das wäre auch schön. Ich habe eine Schlange im Genitalbereich tätowiert. Hey. Wie scharf. Ja, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht hier zeigen dürfen, ne? Ach so. Das wäre dann zu scharf gewesen. Aber ich hätte es mir natürlich gerne angeguckt. Aber, Anushka, pass mal auf, du legst bitte auf. Ja. Anna, meine Psychologin, ruft dich an. Ja. Ich wünsche dir von Herzen, dass du irgendwie die Kurve kriegst. Ja. Ich würde es dir wirklich sehr wünschen, dass du nicht mit Ende 30 oder Anfang 40 da sitzt und bist völlig am Ende und weißt gar nicht mehr weiter. Ja. Und dass du von den Schulden runterkommst. Ja. Alles Liebe. Okay. Tschüss. Tschüss. Nadine, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Nadine. Hallo. Ja, guten Morgen Nadine. Morgen. Ich bin nicht so wie ihr, heißt das Thema. Ja, ich weiß. Also ich sehe die Sendung jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja. Ich bin zwar jetzt wieder, sag ich mal, normal, aber ich weiß, meine, also ganze Zeit lang nicht, sprich von Geburt an bis zum 19. Lebensjahr. Aha, was war da? Ich habe unterhalb meiner linken Brust noch eine weitere gehabt. Also sprich, ich hatte drei. Eine Frau mit drei Brüsten? Ja. Das ist ja verrückt. Ich habe neulich ein Bild in der Zeitung gesehen, da stand auch, das war die Frau mit drei Brüsten, das war aber wirklich sehr dramatisch. Das war eine Frau aus Indonesien, die hatte so eine brustartige Verwachsung aus der Stirn heraus. Das sah ganz schrecklich aus und man hat das dann wegoperiert. Fällt mir gerade ein zu drei Brüsten. Du hast die dritte Brust unter der anderen gehabt. Ja, genau. Sah die genauso aus wie die anderen beiden? Also vom Aussehen selber her ja, allerdings war sie wesentlich kleiner. Also man hat es aber trotzdem bemerken können. Ja. Und es sah auch so aus mit Brust, mit Warzenhof und allem drum und dran. Ganz normal. Also die hätte dann auch ganz normal, also die hat auch ganz normal dann gearbeitet wie die anderen Brüste auch. Achso, das ist untersucht worden. Die war funktionstüchtig. Ja, genau. Mhm. So bist du auf die Welt gekommen. Ja, genau. Bist du dann 19 Lebensjahr? Das heißt auch, dass du die Kindheit, die Pubertät, wenn man duschen geht, ins Freibad geht und so. Das war das Problem, weil ich das meistens nämlich dann nicht gemacht habe. Also auch im Schwimmunterricht oder Sportunterricht habe ich mir dann immer irgendwelche Entschuldigungen besorgt. Ja. Wo ich dann 18 war, habe ich ein Jahr lang bei einer Therapie mitmachen müssen. Ja. Und dann, wo ich 19 war, war ich immer noch der Meinung, dass mich das
dermaßen psychisch einfach runterzieht. Darf ich mal eben fragen, warum eine Therapie? Bitte? Darf ich mal fragen, warum du eine Therapie hast mitmachen müssen? Ganz einfach, weil die Operation ist dann von der Krankenkasse bezahlt worden. Ach so, als Vorbereitung auf eine Operation quasi. Es ist aber so, dass eben mir der Frauenarzt gesagt hat, dass ich halt erstmal bei so einer Therapie mitmachen müsste, dass die rausfinden können, wie sehr mich das wirklich belastet. Was für ein Quatsch! Ja, wenn ich das schon wieder höre. Da muss man keine Therapie machen, da reichen zwei... war Auflage dafür, dass ich die Kosten bezahlt bekomme. Ich weiß, aber was für absurde gesetzliche Regelung. Ja, natürlich Regelung. Ist es absurd. Ja. Und das Schlimme war ganz einfach, also so hat es eigentlich keiner gewusst, nur dann eben einmal beim Schwimmunterricht. Das war Ende der 8. Klasse. Ja. Da bin ich natürlich auch mal wieder nicht mitgemacht, weil ich habe eigentlich immer geschaut, dass ich nie mitmachen muss. Ja? Ja. Wenn, dann habe ich das immer irgendwie dann nachher halt abgebunden oder sonst irgendwas gemacht, ja, dass das ja nicht auffällt. Und da ist es rausgekommen? Nee, die haben mich dann ins Becken reingeschmissen. Ja. Und daraufhin haben die das dann rausgekriegt, ja, weil ich musste mich natürlich dann umziehen und so weiter und so fort und dann haben die das mitgekriegt, ja. Das heißt, da war es in der Welt und da ging es auch durch die ganze Schule wahrscheinlich. Ganz genau, nicht nur durch die ganze Schule, sondern durch den ganzen Stadtviertel, wo ich damals gewohnt habe, also in Würzburg war das. Und war das ein Spießrutenlauf dann? Das hat sie, glaube ich, innerhalb von einer Woche haben das alle Leute gewusst, die mich gekannt haben. Und dann bist du sehr viel gehänselt worden? Ja, das kamen dann so Sprüche wie drei Tittenmonster und lauter so Zeug, also Milchkuh und es fehlt dir nur noch eine, dann kannst du als Kuh rumlaufen, weil dann hast du ja vier Titten und... So schlimm haben die Leute mit dir gesprochen. Ja, und ich finde es ganz einfach heftig, wenn man so einfach mit den Leuten umgeht, weil es eh schon irgendwo eine Belastung ist. Gar keine Frage. Also ich bin wirklich im Sommer wirklich nur noch mit im Schlapperlook, muss ich jetzt so sagen, ja, rumlaufen, dass es einfach nicht auffällt. Das bedeutet, Nadine, dass du so in deiner Jugend und der Pubertät nie einen Freund hattest. Meinen ersten richtigen Freund, den hatte ich mit 17. Ach so. Der hat es aber nachher dann akzeptiert, aber... ich bin auch eigentlich nicht selber auf ihn zugegangen. Ja. Also meine damals beste Freundin, also die hat es auch gewusst, die hat nie irgendwie einen dummen Spruch losgelassen, die hat sich einmal ein bisschen mit eingehängt, wenn sie mitkriegt hat, dass jemand anders einen Spruch eben losgelassen hat. Wusste er denn, dass du drei Brüste hast? Sie hat es ihm dann erzählt, weil sie wusste, dass er was von mir wollte und ich was von ihm. Und war der wirklich interessiert an dir oder war der scharf auf die drei Brüste? Gesagt, er kann überhaupt nicht verstehen, warum ich mich da so aufrege und er hat mir wirklich auch die Zeit gegeben, was ich eben gebraucht habe. Und wie lange seid ihr zusammengeblieben? 1,5 Jahre, das ist dann eigentlich bloß zwecks der Entfernung auseinandergegangen, weil er zum Bund gekommen ist. Also dann ging es einfach nicht mehr. Ach so, ich würde dich gerne nochmal rückwirkend fragen, was so die ganz frühe Kindheit betrifft. Wie haben deine Eltern dir das erklärt? Wenn du so an dir runtergeguckt hast, da stimmte ja was nicht. Nee, also da ist eigentlich nie irgendwas gesagt worden und mit 8 Jahren bin ich eh in ein Heim gekommen. Ach so, ja, aber im Heim, da läuft man ja auch nicht mal bekleidet herum. Das heißt, im Heim müssen die das dann auch schon früh mitgekriegt haben. Nee, also da ist nie irgendwas gesagt worden und bei mir hat es halt dann ganz einfach so mit 13 oder 14 Jahren, wo das dann angefangen hat, dass bei mir die Brüste wachsen, da habe ich das halt dann erst richtig gepeilt. Vorher habe ich das nie irgendwie so wahrgenommen. Ach so, das kann ja auch sein, dass du das gar nicht als so sehr unnormal registriert hast, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich dann nie irgendwie geäußert oder so, wo das halt dann eben mit dem Brustwachsen angefangen hat. Ist klar, dann wird es natürlich auffälliger. Ja. So, jetzt bist du mit 19 Jahren operiert worden, da ist die dritte Brust abgenommen worden. Ja, genau. Entfernt worden. Das heißt, du siehst jetzt aus wie eine ganz normale junge Frau. Ja, also es ist halt eine kleine Narbe von ungefähr so 5 Zentimetern, aber... ansonsten schaue ich eigentlich genauso aus, wie sich andere Frauen, die einen normalen Körper bauen. War das für dich, als du dann aus der OP rauskamst oder aus dem Krankenhaus rauskamst, war das eine super Erleichterung? Ja, also immens. Das heißt, du kannst jetzt mit dem Bikini rumrennen, du brauchst keine Sorge haben. Ich kann jetzt mit kurzen Tops rumlaufen und im Sommer mit Bikini und so weiter und man sieht von der Narbe so eigentlich nichts. Ja. Und die Operation ist auch völlig unproblematisch verlaufen. Ja, genau. Also
gut, ich hatte 3 Tage etwas Probleme, meinen linken Arm richtig zu bewegen. Also ja. Ich musste mich einfach stark auf die Bewegungen konzentrieren. Ja. Aber das hat mir der Arzt eben vorher gesagt, dass sowas passieren kann. Nimmt man dann ja auch gerne in Kauf. Und du hättest ja noch eher diese Entlastung haben können, wenn es nicht diese dämliche Regelung gäbe mit dieser Therapie und so weiter, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber egal, nun ist es alles Vergangenheit und du bist die dritte Brust los und bist ein zufriedener Mensch, hoffe ich, zumindest was diese Sache anbelangt. Ja, schon, ja. Ja? Ja, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Das habe ich auch so noch nie gehört. Also in Deutschland oder so, ich habe so nie gehört, dass jemand 3 Brüste hat. Also mein Frauenarzt hat mir damals gesagt, dass das also weltweit jede 2000. Frau hat. Ach, so oft. Ja, so oft. Also und jetzt im Nachhinein denke ich mir ganz einfach, die Freunde, wo ich damals gedacht habe, dass meine Freunde sind, ja. wo dann nachher dann die Sprüche gerissen haben, die waren es wirklich nicht wert. Und das ist ein richtiger Satz. Ja, und auf jeden Fall finde ich das derbe Scheiße, wenn man da irgendwie so miese Sprüche loslässt. Ja. Also ich finde eher, dass man den Leuten ein bisschen Mut machen sollte. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie belügen, aber einfach dann... Absolut, Nadine. Hast du völlig recht. Aber man kann sich ja aufregen und aufregen. Es passiert immer wieder, dass Leute andere hänseln, weil die anders sind, weil die anders aussehen. Und jeden von uns könnte es auch sofort treffen durch einen Unfall, durch eine Krankheit, dass man auch völlig anders aussieht. So, ich bedanke mich bei dir für den Anruf. Mhm. Wünsche dir alles Liebe und Gute für die Zukunft. Okay. Und sage Tschüss. Okay, tschüss. Bye, bye. Claudia, 40 Jahre alt. Auch zum Thema, ja. Ich bin nicht so wie ihr. Hallo, Claudia. Hallo, Domian. Warum bist du denn nicht so wie wir alle? Das weiß ich auch nicht. Ja, du hast ja angerufen. Ja. Ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Mhm. Ich habe 5 Kinder. Mhm. Und ich gehe seit 3 Jahren permanent fremd. Ja, obwohl du noch in der Ehe so drin steckst. Immer noch, ja. Mit wem? Das ist mir egal. Also es sind ganz unterschiedliche Partner? Ja. Wie oft kommt das vor? Oft. Was heißt oft? Jeden Tag? Naja, jeden Tag nicht, weil ich als Mutter und Hausfrau nicht jeden Tag Zeit habe. Aber wenn ich Wochenende weggehe oder wenn ich jemanden kenne, dann mehrmals. Also es kann schon sein, dass es im Monat zumindest einige Male, sagen wir es mal so offen, passiert. Ja. Ja. Wo lernst du die Männer kennen? Du sagst, wenn du weggehst, wo... Ja, meistens kenne ich die schon. Ach so. So alte Bekanntschaften von früher, oder wie? Nee, das Problem ist einfach, dass es Freunde oder Verwandte von meiner Mannesseite sind. Ach, Verwandte sogar? Ja. Und Freunde von dem Mann auch? Ja. Arbeitskollegen gar? Die mich irgendwo auf einer Seite auch ein bisschen anbaggern. Ja. Und irgendwann ich darauf auch eingehe. Genau, du irgendwann das auch Signal, das Signal gegeben hast, ich mache es mit. Ja. Seit 3 Jahren machst du das. Warum machst du das? Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwo hat es angefangen vor circa 13 Jahren ist meine Tochter geboren. Meine zweitälteste Tochter. Ja. Und mein Mann hat eine Freundin gehabt. Ah. Und wollte mich verlassen. Mhm. Da war meine Tochter 3 Monate alt. Und ja, so wie das nun ist als Frau, wenn man gerade ein Kind geboren hat, dann ist man schwer mitgenommen. Die Freundschaft lief wohl vorher schon in der Schwangerschaft. Und wie die Tochter 3 Monate alt war, wollte mein Mann dann sich zu der Freundin bekennen. Ja. Ich habe gekämpft, habe gewonnen, ja. Aber irgendwo habe ich mir irgendwann gesagt... Rache. So hat es wohl angefangen. Und dieser Rache-Gedanke hat sich dann so viele Jahre, fast 10 Jahre in dir gehalten? Und dann haben wir ja noch eine Tochter bekommen. Ja. Die letzte, das 5. Kind. 5 Kinder, eine ganze Menge. Ja. Voll da. 40-jährige Frau, 5 Kinder, nicht schlecht. Ja, ich bin auch Oma. Oma auch schon? Eine junge Oma. Und irgendwann habe ich mir gesagt, das kann ja wohl nicht alles gewesen sein in meinem Leben. Ist er denn dann danach dir treu geblieben? Oder Nein, da gab es dann wieder Sachen. Ja. Ja. Bis heute auch bei ihm? Nein, dann gab es noch eine Beziehung bei ihm, eine Freundin. Das hast du aber immer so... Meine beste Freundin. Deine beste Freundin. Über 2 Jahre.
Hat die beste Freundin dir das erzählt oder ist es irgendwie durchgesickert? Ja, er hat es mir erzählt. Er hat es erzählt. Mhm. Danach war sie nicht mehr deine beste Freundin? Naja. Doch noch? Ja, es war so, dass sie mit ihm zusammen sein wollte. Mhm. Ich ihm vor die Wahl gestellt habe, ich oder sie. Ja. Er sich für mich entschieden hat. Ja. Das ist mittlerweile über 5 Jahre her. Ja. Er sich für mich entschieden hat. Sie mir das sehr krumm genommen hat. Ich. Mensch, Claudia, das ist ja Kraut und Rüben bei euch. Ja. Das ist ja wirklich Kraut und Rüben. Also ich will nur wissen, im Moment hat er keine Freundin. Nein. Er hat gesagt, er wird es auch nie wieder tun. So, danach. Und er weiß. Vor 5 Jahren. Ja. Und er weiß nichts von diesen ganzen Geschichten, die du am Laufen hast? Von einer ja. Aber von all den anderen. Das nicht. War sein Bruder. Das war sein Bruder? Mhm. Mann. Davon weiß er. Von seinem besten Freund und von seinem Bruder. Der beste Freund war vor 8 Jahren und der beste Bruder vor 4 Jahren. Davon weiß er. Moment, das heißt, vor 8 Jahren hast du dann auch schon mal angefangen damit? Ja. Weil du gerade gesagt hast, seit 3 Jahren gehst du permanent fremd. Ja, aber nachdem, wo ich wusste, dass er einmal eine Freundin hatte. Dann hast du ihm heimgezahlt. Genau, ja. So ungefähr. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich das so höre, was ist diese Ehe noch wert? Was ist da los? Das frage ich mich auch. Ne? Liebst du deinen Mann noch? Nee. Keine Ahnung. Nee, also nee. Auf der einen Seite vielleicht, ja. Ich meine, wenn man 20 Jahre zusammen ist und wenn man 5 Kinder hat, ist natürlich eine gewisse Verbindung aber da. Aber ich würde mich trennen. Ja, und warum? Also ich habe schon die Trennung vor 2 Jahren nochmal ihm angeboten. Ja? Er will nicht gehen. Er sagt, er liebt mich, er will bleiben. Dann sag ihm doch mal ganz einfach, was bei dir im Moment so im Leben läuft, damit er dich vielleicht gehen lassen. Nee, er lässt mich nicht gehen. Ich hab's ihm schon angedroht. Wenn du ihm das erzählst, dass du mit den Arbeitskollegen, mit den besten Freunden in die Kiste gehst. Er weiß ja von seinem Bruder, er weiß von seinem besten Freund. Und dennoch ist er nicht an die Decke gegangen. Nee. Mhm. Er weiß von einem Dritten mittlerweile, dass da wohl sich was anbahnt, wo noch nichts gelaufen ist, aber er will nicht gehen. Klar, ich will dir mal sagen, ich kann nicht verstehen, dass Menschen sich so einen Gewurstel antun. Ich auch nicht. Ne? Im Prinzip könnt ihr. Ich möchte Klarheit, ne? Ja, du. Ihr könnt doch quasi auch einen. Nein, er will aber, dass ich gehe. Er will, dass du gehst? Mhm. Ja, aber du willst doch gehen. Nee, ich kann nicht gehen, das sind meine Kinder. Aber du hast gerade zu mir gesagt, du würdest gehen. Ja, aber nicht aus meinem Haus. Ach so, das ist es. Er will aber, dass ich aus meinem Haus gehe. Ah, ich verstehe. Ohne meine Kinder. Ich verstehe. Und ohne meine Kinder gehe ich nicht. Kommt ihr denn so im Alltag klar? Ja, ohne Probleme. Ohne Probleme, so, darauf wollte ich gerade hinaus. Eigentlich könntet ihr doch sagen, pass mal auf, lass uns zusammensetzen, wir reden ganz normal miteinander. Das tun wir. Ja, nee, pass auf. Wir schließen ein Abkommen, jeder geht sexuell, erotisch seine eigenen Wege. Wir haben hier eine gut funktionierende WG, wir haben 5 Kinder, wir haben Verantwortung zu tragen und alles andere macht jeder für sich alleine. Das will er nicht. Aber das ist doch absurd, ne? Sexuell will er mich nicht teilen. Er will auf der einen Seite aber auch nicht, dass ich gehe, weil ich habe es ihm schon vorgeschlagen, ich gehe, ich kümmere mich um meine Kinder, mhm. weil so klein sind meine Kinder nicht mehr, dass sie so absolute Fürsorge brauchen. Ja. Ich habe 3 Kinder, die absolut allein leben können. Ja. 2 Kinder, die ein bisschen jünger sind, okay, die brauchen noch Mutter, Vater vielleicht. Aber nein, das macht er nicht. Aber er weiß doch nun, dass du schon mit dem besten Freund und das mit dem Bruder... Nimmt er in Kauf. Ist alles sehr krude, ne? Er will mich nicht gehen lassen. Ich möchte gerne gehen. Sag mal, Claudia, diese vielen Sexgeschichten, die du am Laufen hast, ist das immer noch so eine Rache oder ist es auch einfach Lust und Spaß am Sex? Lust und Spaß am Sex auch, ja. Auch, weil ich habe auch Sex mit meinem Mann. Das läuft auch immer noch? Ja. Mhm. Weil er sagt, er will immer wieder Sex mit mir. Es macht ihm auch Spaß. Macht es dir auch Spaß mit ihm? Weniger. Was machst du denn dann, Mensch? Das ist mein Mann. Ach, Mensch, da ist da wirklich nichts mehr an... Aber wenig. Ja, aber da ist nichts mehr an Grundstock einer ehrlichen, soliden Verbindung und Ehe. Aber er sagt, er kann es sich nicht leisten. Er hat 5 Kinder, gut, 3 nicht mehr zu bezahlen, aber trotzdem. Ich will dir sagen, ich könnte so nicht leben, wie du lebst. Ich kann auch nicht so leben. Und ich würde an deiner Stelle... Ich will irgendwas ändern, aber er lässt mich nicht. Ja, aber er nimmt die Kinder als Druckmittel. Mhm. Dennoch würde ich mich auch damit nicht zufrieden geben und abfinden. Ich würde nach einem Weg, einer Lösung suchen, die wahrscheinlich Wenn ich gehe, leiden die Kinder. Mhm.
Und er geht nicht. Erzähl ihm doch mal ganz einfach alles, was passiert ist in den letzten 3 Jahren. Nee, alles, ja, alles weiß er nicht. Na gut, aber trotzdem, ich sag, wenn ich ihm jetzt alles erzähle, dann ist der Punkt gekommen, dann gibt es Stress und die Kinder müssen es ausbaden. Mhm. Er ist launisch dann und die Kinder sind die Leidtragenden. Ich habe das schon versucht, die Kinder sind die Leidtragenden und deswegen habe ich da ein Problem. Also wäre für dich ein Ziel, dass du sagst, ich warte so lange, bis die Kinder aus dem Haus sind und dann... Ja. Mhm. Ja. Ist mir irgendwie nicht so ganz wohl dabei, aber... Mir auch nicht, aber was soll ich machen? Können wir jetzt hier sicher nicht erörtern in den paar Minuten. Dürfen wir dich nur anrufen? Heute noch? Ja. Wann denn? So in 10 Minuten? Ja, das ist okay. Ja, dann reden wir ein bisschen weiter. Ja, okay. Okay, alles Gute, Claudia. Danke. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Yvonne und Yvonne ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schon guten Morgen, Domian. Hallo, Yvonne. Ja, du hast gestern die Frage gestellt, ob sich Liebe und SM vereinbaren. So war's. Und wir sind alle ganz gespannt, zum Beispiel also jetzt von dir zu hören, ob das geht. Also ich finde einfach, dass Liebe und SM eigentlich die schönste Basis sind. Das heißt, die Liebe ist eigentlich die schönste Basis für den SM-Bereich. Sprichst du aus eigener Erfahrung? Ich spreche eigentlich aus eigener Erfahrung, ja, das, richtig. Das heißt, du bist eine SMlerin? Also ich mag den SM-Bereich und habe auch einen Partner, bin verheiratet, mit dem ich zusammenlebe und eben halt auch diesen SM-Bereich auslebe. Und ihr praktiziert das auch? Ja, wir praktizieren das auch. Ja? Was genau praktiziert ihr? Wir mögen eigentlich eine große Vielfalt im SM-Bereich. Ist auch so, dass es einem oder beiden Menschen Spaß macht, ne? Ja. Ich mache es auch beruflich. Du machst es auch beruflich? Ja, sagt sie so nebenher. Was machst du? Bist du Domina oder was? Also ich habe ein Domina-Studio, richtig. Ehrlich? Richtig. Das ist ja krass. Ja, also wir leben es eigentlich tagtäglich, das heißt eben beruflich lebe ich täglich in der Woche von Montags bis Freitags aus und dann eben halt am Wochenende leben wir es privat miteinander aus. Also du bist in deinem Hauptberuf bist du die peitschenschwingende Domina. Richtig. Ich sag's mal ein bisschen übertrieben. Ja, so ungefähr. So, und zu Hause, bist du da auch eine Domina oder bist du dann devot? Nein, also ich muss sagen, wir switchen. Also wir mögen sowohl die aktive, sowohl auch die passive Seite. Das heißt, mein Mann ist schon eher aktiver, aber er lässt sich genauso gerne fallen wie ich auch. Ja, wie hast du ihn kennengelernt? War er Kunde bei dir mal? Nein, um Gottes Willen. mein Mann war nicht der Kunde bei mir. Also mein Mann hat in einem Kontaktmagazin eine Annonce aufgegeben mit einem Foto. Ja. Er hatte auch sicherlich schon Beziehungen, aber nie die Partnerin gefunden, mit der er den SM-Bereich richtig praktizieren kann. Mhm. Weil ich sag mal, schon zur SM gehört schon Vertrauen dazu. Und wenn man natürlich die Liebe dabei noch hat, dann macht es sicherlich noch mehr Spaß. Und da hat er annonciert mit einem Foto. Ich stand unter den gewerblichen Anzeigen, wollte dann schauen, ob meine Anzeige auch in diesem Heft drin ist und erschienen ist. Ja, und dann habe ich das Foto meines Mannes in diesem Magazin gesehen, dass er eben halt ein Paar oder eine Frau suchte. Und dieses Foto hat mich wirklich angesprochen. Dann habe ich mich mit ihm getroffen, auch an diesem Tag noch, an dem ich ihn angerufen hatte. Und wir wollten eigentlich Sex miteinander haben, wirklich nur Sex. Und wir haben uns gesehen, haben uns angeschaut und da war wirklich Liebe auf den ersten Blick, aber der Sex erstmal im Hintergrund. Ach, das ist interessant. Das heißt also, es ist gar nicht am Anfang zu Sex gekommen, nein, obwohl die Absichten ganz klar waren. Richtig. Das ist ein gutes Indiz, dass man verliebt ist, ne? Dass man da erstmal ein bisschen vorsichtig ist. Ganz und genau. Und du, darüber haben wir gestern ja ausgiebig gesprochen. Du bist der Auffassung, dass durch die Liebe, durch eine sehr innige Beziehung zwischen zwei Menschen, diese sexuelle Leidenschaft nicht in den Hintergrund gedrängt wird. Ganz genau. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich so ziemlich glücklich und sehr, sehr glücklich in meinem Leben. Ich muss sagen, ich habe einen tollen Mann, das Sexleben stimmt, der Job passt dazu. Du würdest sogar sagen, das ist die optimale Konstellation. Ja, wirklich, also hundertprozentig. Habt ihr beiden denn in eurem Beziehungssex, ist das immer nur SM-Sex oder auch du normaler Blümchensex? Ja, also wir mögen auch den romantischen Blümchensex. Ja. Habt ihr zu Hause auch gewisse Accessoires oder ein Studio im Keller? Ja, selbstverständlich. Also jetzt beruflich ist natürlich von privat getrennt, da arbeite ich woanders. Und wir haben ein eigenes Haus. Da drin haben wir dann kein Kinderzimmer, weil wir keine Kinder haben. Das ist dann unser Spielzimmer. Mein Mann baut SM-Möbel. Ne? Und von daher gut eingerichtet. Ach so, ja. Er baut SM-Möbel, das heißt, er ist auch so in der Branche mehr oder weniger tätig. Ja, ein bisschen, richtig. Ja. Könnt ihr euch auch vorstellen, so eine relativ normale Familie zu sein, mit Kindern irgendwann auch mal?
ich sag mal so, zu unserem Leben, da passt einfach kein Kind dazu. Und ich denke mal, wenn ich ein Kind habe, dann möchte ich dem Kind auch eine schöne Zukunft bieten, was ich sicherlich finanziell machen kann. Aber ja, ich sag mal so, ich möchte sicherlich nicht, dass irgendwann das mein Kind gezeichnet und sagt mir, wie die Mutter das Geld verdient. Das finde ich nicht so schön. Jetzt sag in unserer Beziehung, mein Mann ist 42, ich bin 26, da passt jetzt nicht unbedingt mein Kind rein. Also wir machen uns lieber so ein schönes Leben. Okay, ist ein Standpunkt, der ist ja auch in Ordnung. Mhm. Ich würde dich gerne noch fragen, wenn du den ganzen Tag als Domina arbeitest, es ist als Domina arbeitest, ist dann auch, das frage ich immer gerne Prostituierte auch, ist dann noch so diese Lust dann auch da, zu Hause ins Haus zu gehen, in den eigenen Keller und dann wieder die Peitsche hochzuheben? Also ich muss sagen, ich habe nicht nur im Domina-Studio gearbeitet, ich habe auch mal früher in einem Club und auch im normalen Puff gearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Lust auf Sex habe ich immer schon gehabt. Und ich sag so, wenn man diesen Sex anbietet, das ist eine Illusion, die ich verkaufe. Und wenn man natürlich selber auch Spaß am Sex hat, dann kann man eine Illusion natürlich auch sehr, sehr gut verkaufen. Ich sag, man muss ja auch ganz gut schauspielern können bei diesem Beruf. Aber es ist eine gute Voraussetzung, wenn man den Spaß selbst daran hat. Richtig. Nochmal zu deinem privaten, harten Sex. Wie hart ist der? Wo sind die Grenzen bei euch beiden? Ich sag mal, die Grenzen, die verschieben sich natürlich immer weiter nach hinten. Man probiert immer viel, viel mehr aus. Man tastet sich erstmal an die Sachen langsam ran. Ich sag mal so, der SM-Bereich, den habe ich so mit 16 Jahren habe ich angefangen, mich das denn zu interessieren. Ich habe SM eigentlich nur immer mit Frauen ausgelebt. Ach so. Selten mit Männern. Aber jetzt zu eurer privaten Beziehung. Fies Blut. Nein, Blut fließt bei uns nicht. Habt ihr im Keller ein Andreaskreuz? Also wir haben ein Kreuz, wir haben eine Streckbank, wir haben einen Pranger, wir haben einen Gynstuhl, eigentlich alles das, was ins Studio reingeht. Hast du einen Gynäkologenstuhl habt ihr auch? Ja, selbstverständlich. Also weiße Erotik sagt dir auch was? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich komme selber aus dem medizinischen Bereich. Was wir alles lernen heute Abend hier, das ist ja wieder doll. Also ganz professionell ausgestattet. Ja, eigentlich schon. Ja. Dennoch, kannst du sagen, wo bei euch die Grenze ist? Soweit, das machen wir nicht. Also ich sag mal so, die Grenze, es ist so immer nach Tagesform. Man hat sicherlich Tage, da sage ich mal, kann man als passiver Mensch oder ist man sicherlich belastbarer, als wenn man so eine angespannte Situation hat, wenn man keine Sorgen hat und sich wirklich fallen lassen kann, was okay, man in dem Moment machen sollte. Noch keine Antwort auf meine Frage. Wo ist die Grenze? Ja, die Grenze. Also ich habe schon Streben auf meinem Hintern gehabt. Na gut, davon gehe ich aus. Ich sag mal so, wir haben sicherlich auch schon mal mit Nadeln praktiziert, aber jetzt nicht so im Bereich, dass wirklich das Blut spritzt. Ich meine, man kann ja die Nadeln auch so setzen, dass kein Blut fließt. Ja. Gut. Also, wir haben jetzt gehört, dass eine große Liebe vereinbar ist mit dieser Art von Sexualität. Richtig. Und das ist ja eigentlich optimal, wenn man sich da miteinander gefunden hat. Das stimmt. Alles Gute, Yvonne. Ich bedanke mich. Tschüss. Zelda, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum hast du angerufen zu unserem Thema? Was ist bei dir anders? Ja, also ich bin Türkin. Ja. Das ist noch eigentlich nicht wirklich ungewöhnlich. Nö, das ist mittlerweile ja schon relativ normal in Deutschland. Ja, aber ich bin halt auch noch Albino. Hm. Und dazu kommt auch, also normalerweise haben ja Albinos rote Augen. Ja. Und bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe in meiner Regenbogenhaut, das also wo bei anderen braun, grün und so ist, Moment, was heißt Regenbogenhaut? Also ich stelle mir bei Albinos so vor, dass sie so eine ganz dünne Haut haben, hell, durchsichtig, weiße Haut. Genau, und das bezieht sich ja auch auf die eher auf das Auge. Ja. Dadurch sind sie auch lichtempfindlich, dadurch das rote Auge, weil das sozusagen das Blut ist. Ja. Wie sehen denn deine Augen aus? Ja, also dadurch, dass ich halt Restpigmente habe, das ist bei meinen Augenärzten, bei denen ich immer war, so ein kleines Highlight gewesen. Da wurden sämtliche Kollegen beigescharrt, weil man die wirklich ja fast zählen konnte, die einzelnen Pigmente. Dadurch schimmern meine Augen manchmal bläulich. Aha. Und wenn es halt dunkel ist, das heißt, meine Augen nicht so sehr vom Licht gereizt werden, gehen ja die Pigmente wieder zu. Ja. Und dann bei diesem Übergang sind sie dann lila und dann werden sie wieder rot. Was ja eigentlich schön sich anhört. Ja. Also interessant, also ja, durchaus. Also ich will mich dich noch besser vorstellen. Also diese ganz weiße Haut, die so ein bisschen transparent wirkt, kann man sagen. Ja. Die Augen, so wie du sie gerade beschrieben hast. Ja. Welche Haarfarbe hast du? Weiß. Ganz weiß. Ganz weiße Haare. Ja. Mhm. Das heißt, gerade als Türkin, die meisten türkischen Mädels haben schwarze Haare. Ja.
fällst du da schon enorm auf, ne? Zumindest in türkischen Kreisen. In türkischen Kreisen, ja. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin und da mir ja auch kein türkischer Dialekt anhaftet, ist es eigentlich gar kein Thema. Ja. Lustig wird es nur halt dann, wenn, was weiß ich warum, weil ich gerade irgendwo stehe und was kaufen will oder an der Bushaltestelle stehe und da stehen halt auch andere Leute. Wenn ich denen halt auffalle, die schwätzen dann auf Türkisch über mich. Ja. Ja, und das ist dann, ich stehe dann daneben. Achso, du verstehst das alles. Ja, natürlich. Ja, da kannst du auch Scherze mitmachen, ne? Eine Weile zuhören und dann was Heftiges dagegen sagen. Ne? Ja, ja, das habe ich auch oft genug gemacht und gekostet sozusagen. Und dann sind die baff. Ja, also baff ist gar kein Ausdruck, weil nicht immer Nettes dann über mich gesprochen wird und jemand entsprechend, also man glaubt dann echt, dass das sind dann so Rotfuß-Indianer, die dann knallrot anlaufen. Also. Ja. Was war denn das Übelste, was du bisher gehört hast über dich, was deine Türken über dich gesagt haben? Da gibt es so schon ein paar Sachen, aber ich glaube, so mit eines der übelsten war halt, guck dir mal die deutsche Schlampe an, wie die rumrennt. Ja, weil ich dazu sagen muss, ich trage kein Kopftuch. Ich renne eigentlich rum wie jeder junge Frau in meinem Alter auch. Ja. Ja, ich habe halt eine sehr feminine Figur. Ja. Habe auch sehr große Brüste und sehr breite Hüften. Ja. Und und guck dir mal die Schlampe an, wie die rumrennt. Ja. Die lässt sich doch von jedem flach liegen und so. Ja. Und dann habe ich mich umgedreht und habe halt auf Türkisch gesagt, ich verbitte mir solche Äußerungen und habe mal ein bisschen mehr Respekt vor Leuten. Ja. So könnt ihr über keinen reden, egal ob ihr euch versteht oder nicht. Haben Sie sich wenigstens entschuldigt dann? Ja, also das war eigentlich mehr ein Gemurmel, woraus ich halt geschlossen habe, dass es eine Entschuldigung war. Wie ist das mit den weißen Haaren? Lässt du die weiß oder hast du die gefärbt? Das war mal eine Phase in meinem Leben, wo ich sie gefärbt hatte, ja. Aber mittlerweile stehst du dazu und hast sie auch weiß. Nicht ganz. Nicht wirklich. Also inzwischen bin ich schon so weit zu sagen, nee, ich muss sie jetzt nicht mehr färben. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, dann dürfen meine Haare auch dann für mich weiß sein. Ja. Wenn ich aber auf die Straße trete, sehr oft, habe ich eine Mütze an. Not. Ach so. Und Wie reagieren denn die Jungs darauf, wenn du mit Männern in Kontakt kommst? Ja, das ist so eine ziemlich, aus meiner Perspektive jedenfalls, eine ziemlich beschissene Angelegenheit. Weil, es reagieren mehr südländische Männer auf mich. Mhm. Also wirklich von... Also aufgrund deiner äußeren Formen. Ja, halt, ne, und blond und... Feminin siehst du aus. Ja, und ich habe das erst vorgestern halt erst wieder erlebt, dass das eben der Fall ist. Und wo ich mir halt dann so denke, ja Herrgott, du musst dir echt ein Schild umhängen, wo das drauf steht, bitte keine Südländer. Wie reagieren die denn? Ja, also die reagieren eigentlich wie bei einer normalen, jungen, attraktiven Frau. Mhm. Nur halt mit diesem, ich weiß ja, was in deren Köpfen abgeht. Ich weiß ja, was die sich denken, wenn die mich ansehen. Ja, das ist so... Sag mal im Klartext, schrecken die zurück, wenn die merken, was los ist? Nee, die ganz im Gegenteil. Die wollen sich gerade dann haben? Ja. Oder was? Mhm. Ja. Hast du schon eine längere Beziehung mal gehabt? Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ich war mal ein halbes Jahr verheiratet. Ein halbes Jahr verheiratet? Ja. Mit einem Türken? Ja. Ja. Freiwillig? Ja. Ja. Und war das gut? War das okay? Also ich sag mal, mein Äußeres war eigentlich in dieser Sache eigentlich weniger ein Problem als mehr meine... Ja, die Tatsache, dass ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, war für meine Eltern mehr ein Problem in unserer Ehe als eigentlich irgendwas zwischen uns. Ach so, gut, das ist eine andere Thematik. Genau. Ja. Stichwort nochmal Eltern und Familie. Haben denn so, auch als Kind früher, ich denke als Kind, dass man da auch es sehr äußerst schwer hat, haben deine Eltern, hat die Familie zu dir gestanden oder haben die sich geschämt für dich? Bei meinen Eltern, ja, das ist schon eine zweischienige Geschichte. Also zum einen hatte ich oder meine Familie das Problem bei uns, ich sag mal, es ist ein Aberglaube, steht nicht im Koran. Und zwar heißt es halt, Menschen, die behindert sind, was ich ja auch bin, werden von Gott bestraft. Entweder für deine eigenen Vergehen in deinem Leben, die noch kommen werden, oder für irgendjemand aus deiner Familie. Ehrlich, das steht im Koran so? Nein, das steht nicht im Koran. Aha. Das ist ein Aberglaube aus einem bestimmten Teil von Türkei. Ah, ja. Das kennen auch nicht viele, aber es ist so, ich habe das von Verwandten mehrmals so aufgeschrieben. Das heißt, so ein bisschen waren die Eltern so drauf? Ja. Und haben dann eben nicht so ganz klar zu dir gestanden? Ja, ich sag mal so, ich hatte mit meinen Eltern damals nicht viel zu tun. Mein Hauptproblem war eigentlich, dass sie mich vor meine Geschwister auf den Podest gestellt haben, weil ich war dann ja, dadurch, dass ich so hell war und die weißen Haare, ihr Engel. Ja. Das heißt, ich habe
aufgrund dieser Position, die ich von meinen Eltern auf hier aufgedrückt bekommen habe, jetzt extremes Problem mit meiner Schwester. Ach so. Also, weil die sagt halt, du wurdest halt, ne, privilegierter behandelt. Ja. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, so was das jetzige Leben anbelangt, was den Alltag auch so betrifft. Musst du auf irgendwelche Sachen so besonders achten? Also hast du extreme Angst vor Sonne beispielsweise oder müssen die Augen sehr geschützt werden, dass man das auch öfters eine Brille aufziehen muss, eine Sonnenbrille? Also ich muss schon auf jeden Fall auf die Sonne achten. Ich darf nicht unter Solarium gehen. Mhm. Das auf jeden Fall. Ja, in Bezug auf die Augen. Ich habe vielleicht verhältnismäßig öfters Kopfschmerzen als andere. Ja, aber es ist alles noch so im Bereich, wo du sagst, ich kann das irgendwie handeln, das geht. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich schon immer eigentlich viel selbstständiger war. Selja, als jetzt muss ich ganz radikal abbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Schön, dass wir haben miteinander reden können. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ich auch. Tschüss. In der Technik und der Paprowitz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Tschüss.